Sieht aus wie die schwarze Faust oder wie der heißt. Let's start again. Moin ihr Zuberster und Zuberserinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mordors Schatten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja jetzt noch ein paar Aufgaben hier zu erledigen in der heutigen Folge. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte gerne weitermachen mit der Hauptstoryline. Ich würde jetzt sagen, als allererstes einmal gucken wir, dass wir diese ganzen Nebenquests, die ich jetzt noch habe, dass wir die erledigen. Hier oben haben wir zum Beispiel noch eine mit dem Bogen, die machen wir mal eben schnell, weil wir eh schon direkt in der Nähe sind. Und dann werden wir direkt die ganze Serie fortsetzen. Kommen auch gut voran und nähern uns immer mehr dem Ende, glaube ich, vom Mordors Schatten langsam. Kann ja jetzt schon echt ziemlich viele Fähigkeiten und die Kämpfe sind mittlerweile echt schon, ich muss sagen, nicht wirklich mehr anspruchsvoll. Aber es macht auf jeden Fall Bock, das Geschnetzel. Es war nicht genug, die Diener des dunklen Herrschers lediglich zu töten. Er ließ sie von den Flammen verschlingen. Hier, das haben wir ja schon mal gelesen, glaube ich. Gucken, was die Aufgabe ist. Töte 5 Uruks mit Brandpfeilen. Okay, zünde die Fässer. Okay, alles klar. Dann müssen wir das so machen und dann zack, schießen wir nämlich nur noch Brandpfeile. So, jetzt haben wir unendlich Pfeile. So. Mal gucken, wo hier die Uruks sind. Ach, da oben. So, oder muss ich die Dinger abschießen? Ah, mal gucken. Zack. Ja, jetzt gerade blicke ich nicht ganz durch. Aufgabe ist es, die mit Brandpfeilen zu töten. Komm schon. Hey, warum kriege ich das denn nicht? Töte Uruks mit Brandpfeilen. Habe ich doch gemacht. Ach, die gelben. Ach ja je. Ach nee. Hä? Gut, das verstehe ich jetzt nicht. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Mein Fehler. Das war jetzt mein Fehler. Ah, habe ich ein bisschen verplant, ich Idiot. So. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir wieder Brandpfeile jetzt bekommen. Natürlich Fokus. So. Ah, jetzt müssen wir gucken hier. Ja, müssen wir jetzt. Oh nein. Wollte jetzt eigentlich das Ding abschießen, damit ich die Zusatzdings schon mal habe. Oh, mir macht das ja eh nicht mehr so viel Schaden. So. Oh, ich habe keine Brandpfeile mehr. So. Jetzt müssen wir nochmal Pfeile hier irgendwo sammeln. Ich glaube, hier oben kriegen wir bestimmt welche wieder. Decken hier oben welche irgendwo? Ja, da in dem Turm bestimmt. Mal schauen. So. Na komm, dann mache ich die jetzt platt noch hier unten. Kämpfe ich gegen die ein bisschen, dann kriege ich jetzt auch nochmal hier meine Kombo. Dann kann ich gleich hier einen Brandpfeil töten. So, zack. Ja, jetzt haben wir die Aufgabe erledigt. So, easy going. Mal kurz abhauen hier.
Oh, jetzt kann ich mich nämlich direkt zu einem Turm porten. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier die Hauptstoryline erstmal weiter. Gibt ja noch mehr als genug zu tun. Oh, hill dich hoch. Wie viel Miran habe ich jetzt? Mal gucken eben kurz, Leute. Vielleicht können wir nämlich noch eine Fähigkeit oder so eben dazu lernen. Ne, wir haben noch keinen Fähigkeitspunkt erhalten. Waffen, Runen, okay. Schwert, Bogen. Mal schauen, ob wir beim Bogen vielleicht noch etwas Besseres. Chance von 20% bei einem Ritt auf einer Bestie, Schwert oder Bogen, zwei Elbengeschosse zu erhalten. Okay. Brandmarkung, okay. Ah, nee. Die habe ich ja schon ausgerüstet hier. Aufzerrung oder Brandmarkung, vier Elbengeschosse zu bekommen. Das ist schon nicht schlecht, aber die gefällt mir noch nicht so ganz. Ne. Ne, komm, dann machen wir jetzt Hauptstory weiter. Könnte ich eigentlich alle zu Miran zerlegen, ne? Mach ich aber später. So, nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Lithariel deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Die Gefahren sind mir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint mir nicht. Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist von dieser Welt, dies Business. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Sichere alle drei Suchgebiete ohne Alarm auszulösen. Eieieiei. Aus der Hinterhalt können wir Lethariel und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Das wird wieder so eine Aufgabe, ne? Und dann wieder hier in dieser fetten Burg. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volke sprechen. Ja, gucken wir mal, ob ich das hinbekomme. So, dann schön hier hoch. Ich habe gesehen, wie der Tag Hork einen solchen Schrecken eingejagt hat, dass er seine Angst verlor. Ich habe sie wiedergebracht, indem ich sie in seinen Rücken schlug. Der schamlose kleine Feigling verdient einen Schlag. Als Maul. So, schön hier hoch. Erstmal hier zur Stille gebracht, den Dude. Halte nach diesem Grabwandler Abschaum Ausschau. Wenn wir den schön umlegen, können wir alle Hauptmänner sein. Streich das. Ich will Häuptling sein. Ich dachte, wenn ich einfach nur den Dude töte. Ich glaube, ich muss den nur töten. Ja. Ah, okay. Das hat, glaube ich, schon gereicht. Ich sollte weniger Grog trinken. Ich höre schon Stimmen. Da müssen wir uns woanders. Ja, ich weiß, der hat da eine Rune hingelegt oder hat da liegen lassen, aber die jetzt zu holen, das wäre echt töricht, Leute. Damit könnte ich mir die ganze Aufgabe quasi versauen, wenn ich Pech habe. Ich hole mir jetzt einfach hier oben noch Elbengeschosse, wenn hier noch welche sind, ja? Dann machen wir direkt den nächsten weiter. Gehen wir jetzt von hier oben runter. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ach nee, die Stelle ist noch nicht sicher. Ich muss alle dort töten wahrscheinlich. Aber gut, das kriege ich ja jetzt locker easy hin. Ich muss dich noch töten, Dudes. Oh, schön gehen. Kopfschuss verpassen. So. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Gestern hat es zu stark. Gehen wir mal hier hoch. Ja, ich schleiche gerade umher.
Brauch aber auch nur Elbengeschosse. Das wird wahrscheinlich irgendwo hier an der Seite sein, ne? Ja, da ist nichts. Ist immer so nervig, ne, mit den Elbengeschossen, Leute. Die haben die teilweise immer so gut versteckt hier. Richtig nervig, die zu sammeln. Okay, komm, ich könnte hier oben entlang gehen. Könnte von hier aus dann wegschauen. Es heißt, man hört nichts, bis einem eine Klinge die Kehle aufschlitzt. Hört also gut hin, denn er... Leute, die Brandmarken, dann kriege ich nämlich Zusatzaufgabe mit erfüllt. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Maden, die unseren Grog stehlen. Solange sie kämpfen können, ist mir das egal. Schleicht hier jemand herum? Niemand wird dich retten. Oh, da oben sind welche. Die müssen schnell töten. Die dürfen keinen Alarm auslösen. Muss abgehauen sein. So. Tag. Nichts als Karagorfleisch. Hier unten sind noch mal welche. So. Auch erledigt, ne? Da unten ist noch einer. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob der hier hochkommt. Zack, den tun wir jetzt auch Brandmarken direkt. So. Nee, wir haben da unten noch einen. Könnte ich jetzt aber auch versuchen zu brandmarken. Ich noch mal dafür auch noch mal was. Und zack. Gebrandmarkt. So schnell geht das. So, und da oben haben wir ja noch einen Einzelnen. Den können wir uns jetzt auch gönnen. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. Brandmarken war einfach auch. Da haben wir direkt die Aufgabe auch schon fast erledigt. Die Zusatzaufgabe. So. Immer M-Geschosse irgendwo. Mal gucken, ja, da... Ah, ich hab ja schon eh alles voll, okay. Brauchen wir keine mehr. Dann springen wir einfach hier rüber. So. Ich glaube, da sollte ich auch wieder hier auf die Dächer gehen. Mal nur gucken, dass ich nicht entdeckt werde dabei. So. Hinten haben wir noch einen. Da kann er nicht drauf, ne? Den will ich hier hinten noch brandmarken. Oh. Sehr schön. Dann haben wir die nämlich auch erfüllt, die Nebenaufgabe. Und dann kann ich mich jetzt hier um die Hauptaufgabe kümmern. Ich hasse es, wie der Hauptmann den Grog rationiert. Nur weil er meint, wir hätten nicht genug getan. Warum sollten wir uns die Hände schmutzig machen, wenn ein Karagor die Uruks für uns töten kann? Stinkt wie verfaulende Menschen. Kaum hast du einen Karagor im Lager. Schickt es überall nach Gott. Das stimmt. Den Karagor können wir das erledigen lassen. Ich habe etwas gesehen. Ich täusche dich. So. Und zack. Einer ist hier noch am Leben anscheinend. Wird jetzt, glaube ich, gerade getötet. Ah, ich glaube, ich muss das Vieh auch töten, damit die Quest erledigt ist. Obwohl, wir haben es eigentlich geschafft, ne? Kann aber auch sein, dass ich den Karagor einfach töten muss. Schießen wir den ab. So. Ja, ist erledigt. Sehr geil. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin halten kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft.
Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Tamir. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitung. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Und die nächste Hauptstory geschafft hier. Hauptquest. Tariels Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. So. Dann haben wir hier unten noch eine Quest. Ach so, das ist so eine Hauptmann-Quest, ne? Ja, dann können wir das hier oben machen. Da könnte ich dann auch direkt im gleichen Zug dann noch nachher diese Hauptmann-Quest dort erledigen. Oder mache die halt zuerst, wie auch immer, müssen wir mal schauen. Ja komm, ich mache die Hauptmann-Quest zuerst. Ich denke mal, die wird relativ zügig gehen. Mal schauen. Ah, da sitzen welche an einem Feuer. Regeln wir, so, zack. Oh. Schnell die an allen vorbeischleichen. Mal nämlich direkt gleich loslegen hier. So, dann machen wir den mal. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. Hier, der Typ ist also ein ängstlicher Hauptmann. Warum ist der überhaupt ein Hauptmann, wenn er Angst hat? Hauptmänner sind doch hier nur die Obermacker, die sich alles trauen und gegen alles und jeden kämpfen. So. Okay. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg da hoch. So. Der Hammer hat sich bestimmt freiwillig vom Grabwandler töten lassen. Ich denke, das ist alles Teil des Plans des dunklen Herrschers. Ah. Ah, jetzt ist er erschienen. Na, Stuk. Er sieht aber hässlich aus, ey. Junge, Junge, Junge. Ich liefere mir einen würdigen Kampf. Und alles, was er tat, war stockstolz. Ah, der ist jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Der letzte Hauptmann war... Da war doch ein Geräusch. Ich bin zu klug für diesen Trick. Ich werde mich um Signalfeuer kümmern. So, jetzt machen wir die kaputt hier, einen nach dem anderen. So, zack. So. Jetzt mache ich den hier kaputt noch. So. Zack. Ich glaube, den werde ich jetzt auch direkt erledigen noch. Sehr schön. Und vielleicht schaffe ich es ja auch noch dem... Boss hier einzugeben. Du willst also, dass ich um mein Leben winsel, ja? Das wirst du gleich. Garstige Worte sind das Tag. So, kriegst erstmal eine Geisterfaust und dann geht's los. Zack. Das jetzt eh zweimal einsetzen. So, und nochmal. Das flüchtet. Ist zu viel Ärger. Du bezahlst später dafür. Ich muss ihn, glaube ich, doch töten. Ich muss ihn angreifen. So, zack. Solltest dich von nun an lieber vorsehen. Mein Geist wird dich auf ewig verfolgen. Ja, dann töte ich deinen Geist halt auch noch mal. So, beherrschen. Informationen sammeln. So. Zack. Sehr schön. Okay. Den haben wir auch gebrandmarkt. Sehr schön.
Jetzt gehören mir schon 3 von 5 Hauptmännern. So muss das sein, Freunde. So muss das sein. Oh, jetzt haben wir hier noch was Blaues. Und noch so ein weißes Ding, das können wir schön für Miran nehmen. So. Das ganze Land soll geplündert werden, damit uns nie die Vorräte ausgehen. Würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg weg hier. Oh, da liegen noch Pläne. Können wir eben schnell lesen. Da können wir nämlich wahrscheinlich dann den letzten Dude... ja. Ach so, wir haben schon Informationen über den. Na gut, dann nehmen wir einfach mal Infos über den hier. Er hat für einen komischen Helm gehabt, ey. So. Weiter geht's. Dann machen wir direkt hier die nächste Quest. War die hier. Auf ihrer verzweifelten Suche nach einem Heilmittel für ihre Mutter hat Litariel begonnen, sich in die Uruk-Festung hineinzuwagen. Von ihrer letzten Mission ist sie nicht zurückgekehrt. Gut, machen wir das auch noch. Alter. Schande. Wenn du wahrlich gar nichts weißt, bist du mir nicht von Nutzen. Wenn ihr mit ihr fertig seid, hängt sie auf. Sorgt dafür, dass der Grabwandler sie finden kann. Das sieht aus wie die schwarze Faust oder wie der heißt. Sag uns, wo er sich versteckt und wir töten dich schnell. Wir müssen dir helfen, glaube ich. Das war Litariels Schrei. Wir müssen sie schnellstens finden. Bewahre Ruhe. Panik erschwert nur deine Schritte. Okay. Müssen wir natürlich schauen, wo die ist. Es scheint, als seien all ihre Männer tot. Deshalb müssen wir sie finden. Sie hat niemanden mehr, der ihr beisteht. Die Hand für morgen und das Bein für übermorgen aufgespart. Ich lauf jetzt hier einfach durch. Wir müssen mal schauen. Okay, wir müssen die komplette Festung durchsuchen, ist das Problem. Das war das. Ich seh schon Gespenster, hast du den Turm gesehen? Deine Rüstung versprüht und breit. Zack. Den töten wir auch noch. Geisterfaust und zack, 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 zack. Der will, glaube ich, das Leuchtfeuer anzünden. So. So. Sehr gut. Haben wir erledigt. Was war das für ein Geräusch? Ein nach dem anderen hier am Brandmarken, der Kevin. So muss das laufen. Muss ich mir wohl eingebildet haben. So, alle gebrandmarkt. Sehr schön. Oh, da ist die Alde auch schon. Ich habe sie, glaube ich, gefunden. Ich weiß nicht, was du... Sehr schön. Vielleicht fängt sie an zu plaudern, wenn du sie ein bisschen aufschlitzen. Runter auf die Knie! Raus mit der Wahrheit! Habt ihr das gehört? Aha, mit dem Bogen werden wir das jetzt schön regeln. Na, hier ist der Grabwandler, meine Freunde. Fürchtet euch nicht. Schneidet nochmal in mein Fleisch, wenn ihr euch traut.
Sie zwang mich zuzusehen, als sie meine Männer einen nach dem anderen töteten. Ich kenne dieses Gefühl. Wir müssen uns beeilen. Die Uruks erheben sich, wenn ihre Brüder fallen. So, oh, jetzt muss ich die auch noch tragen. Alter, achso, ich kann die so ablegen. Okay. Ich bin nicht auf Rache aus. Ich kämpfe, weil es falsch wäre, es nicht zu tun. Das ist auch eine Quest, die finde ich nicht schön. Ey, wie die sogar Dreck im Haar hat und alles. Also das Spiel ist echt schon eigentlich sehr alt, Leute, ne? Ah, nice. Meine Leute, die helfen mir jetzt. Ist an deiner Stelle. So. Zack. So. Oh, jetzt muss ich an dem vorbei. So. Und weiter. Ich bin eine Bürde für dich, Talion. Du wurdest meinetwegen verletzt. Ich bin dir bloß eine Last. Du hast den Geist eines Kriegers. Noch nie traf ich eine Frau mit solch einer Kampfeskraft. Ich hatte keine Wahl. Im Angesicht der Dunkelheit oh, ist ja alles es leer. Pflicht, für das Licht zu kämpfen. Dieser Waldläufer soll sich nur trauen, auf mich heranzusprengen. Ich bin bereit. Ich bin ihm auf der Spur. So, zack. Der kriegt einen Special Move und der kriegt einen Special Move. Eben hauen wir die Geisterfaust rein. Oh, fuck. Zack. Dann machen wir den anderen Schildträger hier. Ach nee, der gehört zu mir. So. Sehr schön. Ich bin hier. Beeilen wir uns. Mein Bein mag gebrochen sein, aber nicht mein Geist. Der Turm Saurons fragte mich, wo du dich verbirgst. Doch ich habe dich nicht verraten. Dann hast du mein Vertrauen in dich bestärkt. So wie du nun das meine. Och, wie süß. Nehmt euch ein Zimmer, beide. Der Ansturm kennt kein Ende. Mein Schwert kann nicht endlos zuschlagen. Die schwarze Hand ist nah. Schwarze Hand. Ah, jetzt habe ich die Fähigkeit nicht aktiviert, glaube ich, ne? So, zack. Und jetzt muss ich Gas geben. Ah, hier sind auch viele von meinen Leuten. Schon mal gut. Ah, ich liebe diese Special Move. Ja, schön. Nee, dich wollte ich nicht. Sehr gut, Leute. Verteidigt uns schön weiter. Meine Eskorte. Das läuft ja richtig gut hier, Mensch. So. Ja, ruh dich aus. Warum tust du das? Um die Blutung zu stoppen. Nein. Warum hast du mich überhaupt gerettet? Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Und einen Sohn. Und ich begrub sie und jeden, der mir nahe war. Bleib bei uns. Meine Mutter kann dir helfen. Ich kann nicht. Ich gehöre hier nicht her. Mein Volk wird dich als Helden ansehen. Da drüben! Dass du allein laufen kann. Ist das deine Antwort? Milady, helft ihr. Ihr seid verletzt. Lasst mich helfen. Ihr müsst diesen Ort sofort verlassen. Ihr seid hier nicht sicher. Danke, Waldläufer. Oh.
So, und da sind wir nochmal ein Stückchen vorangeschritten in der Hauptstory. Die Rettung erfolgt 600 XP. Tahil und ihr Volk werden Mordor nicht überleben. Entweder gehen sie oder sie sterben. Dafür wird die Schwarze Hand schon sorgen. Ja, okay. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Da werde ich in der nächsten weitermachen. Ja, hier sind noch so ein paar Quests nebenbei. Die werden wir alle dann machen. Und ihr seht ja schon, wir nähern uns wirklich immer mehr diesem Bereich, dass die Schwarze Hand jetzt irgendwann kommen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge heute euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen und einen netten Kommentar. Ich lerne jetzt irgendwas hier noch am Ende. Ich glaube, ich mache das hier. Dann explodieren die und dann kriegen die anderen so ein bisschen Furcht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, was ich euch auf jeden Fall raten würde, denn es wird echt mega spannend von Folge zu Folge, dann könnt ihr gerne rein abonnieren. Und ich bin damit raus und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Part. Tschüss.